Klingelingeling, hier kommt der Christopher Street Day. Normalerweise wird der Tag für die Rechte von sexuellen Minderheiten in vielen Städten mit hunderttausenden Teilnehmern begangen. Doch in Corona-Zeiten mussten die Organisatoren umdenken. Vielerorts wurde die Veranstaltung abgesagt. In Hamburg entschied man sich für eine Fahrraddemonstration. Wir sind nicht die Ersten, die eine Fahrraddemonstration veranstalten. Das haben wir uns ein bisschen abgeguckt und wir waren der Meinung, das ist eine ganz sichere Art und Weise zu demonstrieren, weil man auf dem Fahrrad einen Abstand sowieso normalerweise schon nach vorne und hinten hat und nach rechts und links auch, weil man sonst auf der Nase liegt. Bei so viel Bürgersinn lassen sich die beiden Stadtoberhäupter Peter Tschentscher und Katharina Fegebank nicht lumpen und treten ebenfalls mit in die Pedale. Wir demonstrieren für die Menschenrechte weltweit. Wenn man nach Polen zum Beispiel nur schaut und sieht, was dort momentan los ist, dann stellen wir uns natürlich solidarisch an die Seite aller, die aufgrund eben ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität diskriminiert, verfolgt, bestraft oder gar getötet werden. In Hamburg haben die Teilnehmer nicht viel zu befürchten. Sicherheitshalber wird die Parade aber von der Polizei begleitet, nicht auf Drahteseln, sondern auf ganz realen Pferden.